Hallihallo und willkommen bei Ghost Recon Wildlands mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit Tifa. So, wir gasen zum nächsten Auftrag. Wir haben jetzt ein bisschen Probleme gehabt mit der Spielersuche. Und der Radio läuft. Ja, der läuft immer. So ein dämliches Ding. Vergessen, dass ich mir den Einsatzort markiere. Das mache ich noch schneller. So. Dann tue ich mir etwas leichter da auf der Strecke. Ja. Gut, mal schauen. Mit der Drohne habe ich auch schon ein bisschen probiert. Mal schauen, wie wir die zum Einsatz bringen. Ich könnte vorausfliegen. Nein, das ist ein Blödsinn. Mit der Drohne. Bis du ankommst mit der Drohne, ist der Akku leer. Ja, der ist ziemlich schnell leer. Aber ich hoffe, den können wir aufrüsten. Ja, ich glaube, ich habe das gesehen. Also wir müssen dann auch mal in einer Folge die Fertigkeiten uns anschauen mit euch gemeinsam, was man da so alles einschalten kann. Wir haben momentan, also ich zumindest, habe momentan noch keine Punkte vergeben. Achtung, da links vorne kommt eine Kartell. Stopp, stopp, stopp. Da ein Stück weiter runter ist, können wir noch ein Stück fahren, ist eine Kartell. Da vorne stehen sie. Die schwachen Matten. Ach nein, nein, Schuss. Nicht schon wieder ramschen. Setze Drohne ein. Nein, nein, keine Drohne einsetzen. Ich sehe hier ein Sicario-Team. Drüben bei der Kiste mit Medikamenten. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Ach, die gehen rüber auf die andere Straßenseite. Ups. Ja. Ja. Suchen wir da ein bisschen eine erhöhte Position. Jawohl, das wäre sehr gut. Ein Scharfschützengewehr. Okay. Ich würde den ganz links nehmen. Okay, dann nehme ich den ganz rechts, bleibt einer über und den versuchen wir gemeinsam. Das sind vier. Was, vier? Okay. Ich sehe nur drei markiert. Na, Moment. Na, das ist ein normaler Passant. Okay. Dann müssen wir doch in die Hocke. So, also bei mir wird's gehen. Okay, bei mir auch. 3, 2, 1. Tango ist tot. Ja, genau, die Kugel ist an ihm vorbeigerauscht. Der weiß jetzt, was los ist. Ah, shit. Hab ihn. Okay. Und du hast den Passanten? Ja. Du hast den Passanten erschossen. Ins Bein habe ich ihn geschossen. Naja, mit der Kugel ist das so gut wie... Okay, schnell abhauen. Der ist reingelaufen. Ups. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich nicht Enter drücke. Bekommen einfach nicht, was sie wollen. Die okay. Ah. So. Sehr fein, sehr fein. Ja, wir sind drauf gekommen. Also ich habe ja immer meine extra Tastenbelegung aufgrund, dass ich nichts hinein. Und die Enter-Taste ist gleichzeitig, dass man aktiviert, dass Spielersuche gestartet wird. Jetzt musst du ein bisschen umdenken. Jetzt habe ich das weggenommen. Nach der Kurve kommen dann wieder so Kartellis. Da sitzen es, da hängt der Baumeln welche und da sitzen welche. Gott, das gibt's ja nicht. Was ist da los? Ja. Warte, die fährt da seitlich. Steht mit der anderen Straßenrand. Achtung. So. Das ist aber, glaube ich, nur einer. Yes. Tschuck. Und der Lady. Sehr gut. Sollte jetzt okay sein. Und der Radio, das Lieblingsteil beim Autofahren. Juhui! Also wir würden ihn ja laufen lassen, aber es gibt
vielleicht einfach mit der Videoaufnahme dann Probleme. Okay. Da war nichts zum Markieren, oder? Nein. Okay. In den Ort, wo wir hinfahren, der ist bombvoll mit Kartellis. Okay. Das heißt, wir sollten uns da davor schon irgendwo platzieren. Und genau platzieren. Unter uns ist auch wieder eine Kartellpatrouille. Ich schaue mir gerade den Ort an. Wir könnten uns jetzt bereits links raufschlagen, dann wären wir auf so einer Anhöhe oberhalb vom Ort. Und da rechts hoch wird es auch gehen. Aha, und da links, rechts unten, 1, 2, 3... Ja, da blinkt was da rechts. 4 markiert. Sie liegt schon wieder dort. Ich bin der Schneiper. Ja, die kommt schon. Super. Ah, hey, Alter. Der hat unser Auto geramscht, ich weiß dieses Mal nicht. So, ich bin auch da. Ah Gott. Kommen wir mal auf den. Oh, diese Steine. Ich finde die cool, ist wenigstens kein Gras im Weg. So, welchen nimmst du? Ich würde sagen, den ganz vorne. Allerdings ist da einer am Weg nach hinten, ja, hinter das Haus. Den sehe ich nicht. Den würde ich gleich als erstes nehmen. Gut, passt. Dann nehme ich den da hervor und die anderen zwei müssen wir sich dann aufteilen. Okay. Geht's? Ja. 3, 2, 1. Das ist ein Treffer. Ist da. Okay, alle vier erledigt. So. Meine Seite sauber. Ist sauber. Ja, bitte. Der wartet jetzt da hinter unserem Auto. Ja, das gehört. Alter, fährst du jetzt? Boah, ich schieß auf dich erst. Schau dir das an, was die mit dem Auto machen. Boah, das ist komplett im Eimer jetzt. Oh, das ist blöd. Wo hast du gemeint, dass wir sie aufschlagen? Es könnte jetzt einer da den diesen steilen Hang darauf. Okay. Dann ist man oberhalb von der Ortschaft. Okay, dann. Dann kann man direkt beim Eingang, wenn man rechts entlang fährt, da kommt man auch einen Hang rauf. Okay. Ja, dann probier du das und ich probier's. Du probierst links? Den Steilhang, ja. Okay, und wir könnten aber auch vorher die Base da unten, die wir gerade gesäubert haben. Achso. Mal schauen, ob wir da was kriegen. Versuchst du einzupacken? Nein, ich warte auf die, ob du nur mehr einsteigst oder nicht. Ah, dann komm ich. Na, dann machen wir es erst aus das Gebäude da unten. Mhm. So. Haben wir uns die den schönen Jeep demoliert? Ich hab so aufgepasst beim Fahren, dass er nichts abkriegt. Ja, klar. Wirklich? Verdammt, sowas habe ich seit dem Tag nicht mehr gesehen. Sandsäcke, jetzt brauchst du nichts mehr draus tun. Die Rebellen machen Santa Blanca die Hölle heiß. Ich wette, die Kartellarschlöcher hätten nie gedacht, dass sie Scharfschützen und USB-Vs ausweichen müssen. Karma kann so scheiße sein. Schau mal, da ist was. Schon ein Sender reinpackt. Ein RFID-Chip. Ich auch reinpackt. Da habe ich auch einen reinpackt. Gleich macht's Bumm. So, und dann schauen wir noch da vorne, bei dem Gebäude. Hm. Aber ich glaube, da steht ein komplett schöner neuer Jeep. Na schon. Sauber, alles sauber. Okay, das ist halt nicht gesäubert, aber es ist halt auch nichts. Erinnern, oder? Oder wird dir was angezeigt? Nö. Die Waffen, die die Typen halt fallen haben lassen. Ja, okay. Interessant.
Aber sonst ist da nichts. Bist du mal da rein? Ich habe halt drinnen entweder was übersehen. Oh, was war das? Oh, cooles Teil. Was denn, wo denn? Ah, das war so ein MG mit Granatwerfer. Ja, aber es gibt da keine Stiegelaufgang. Passt. Okay. Das war's. Du könntest, wenn du willst, auch gleich, wenn du noch vorlaufst, dann rechts den Hügel rauf. Dann sparst du das Riesen. Ja. Riesenaufstieg, weil dann fahre ich mit dem Jeep. Da, wo wir den alten abgestellt haben, rechts rauf. Genau. Dann fahre ich da rein. Ja, genau. Ich fahre ein Stück retour und schau, dass ich den Hang raufkomme. Ja, da war ja dazwischen. Ist mir ein Vergnügen, mit dir zu reden. Wir haben Gesellschaft. Was heißt, wir haben Gesellschaft? Ja, schön. So, dann schauen wir mal, wo ich da raufkomme. Geht's da? So. Da müsst ihr raufkommen. Ups. Ich scanne mal die Gegend, ja. So. Fünf habe ich bisher. Bin schon oben. Ja. Scannen wir alles durch. Ich bin im Anmarsch. Ja, ja. Ja, du überall Stimmen. Okay. Mehr als genug Arschlöcher. Wow, da haben wir sie ja Potzenlogo ausgedrückt. Nein, es ist gut. So. Glauben den nächsten Steilhang. Oh, was ist denn das? Noch ein Tango, es sind jetzt okay, 10. Cool. Du bist dir sicher, dass wir dieser Stadt gewachsen sind? Ja, glaube ich schon. Hast du schon gesehen, wie viele noch hier sind? Ja, ich sehe es. Und ich vermute mal, dass ich nicht alles noch schon entdeckt habe. Da ist noch einer. Ein paar wenige. Das da oben schaut noch aus wie in der Nacht. So. Ja, da drüben ist auch noch einer. Aber der ist. Wir sollten bei einigen warten, bis sie sich von der Gruppe entfernen. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt da auch einen. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Markiert. Okay. Es müssten noch zwei oder drei da sein. Was mit der Anzeige vorgibt. Achso, du siehst, wie viel es gibt und wie viele noch markiert sind, oder? Es sind noch so Flecken da. Wir müssen auf jeden Fall die. Nein, die hängen, die sind es nicht. Eindeutig. Vor allem sind es keine wirkliche Bedrohung. Derzeit nicht, nein. Ja. Soll ich da bleiben oder warte mal? Ich schau mal, ob ich von da drüben die hintere das sind viele. Gruppe ansehe. Auf jeden Fall. Sollten wir die sich entfernen, als erstes weg. Ach, da ist noch einer. Oh, genau, da ist noch einer.
damit nicht gleich alle schreien. So, ich kann dir jetzt Deckung geben, als ich jetzt dann den Aufstieg, der zu dir rauf führt. Okay, dann sag an, wo soll ich als erstes wegschießen? Ich überlege gerade, ob ich nicht noch eins rübergehe. Warte mal. Ich glaube, den bei der Kirche oben nehme ich als erstes. Der da müsste jetzt perfekt sein. Also. So. Oder den bei der Kapelle, ganz oben werde ich als erstes nehmen. Bei der Kapelle ganz müsste für dich verdeckt sein. Okay, ich habe da hinter bei einem auf so einem Treppenaufgang, den würden wir dann nicht da nehmen. Ich habe ihn markiert, den ich meine. Oder ist das ah, okay, der? Ja, passt, perfekt. Markieren tue ich. Achso, das kann ich mit dem Fernglas, da ist, ne? Da ist noch einer. Ein Fernglas markieren, oder? Ja. Oder durchs Zielfernrohr. Also ich würde den da, der Kuh ist die Sync-Markierung, ne? Mhm. Das wäre meiner. Okay. Der ist ziemlich weit weg. Sag an. Ja. Jetzt muss ich wieder auf mein Gewehr. So. Der steht ziemlich ruhig. 3, 2, 1. So, ich habe den nächsten da hinterm Haus. Dann habe ich da seitlich einen. Das sind jetzt 15. Ich weiß nicht, ob ich den. Siehst du den vor der Kirche? Da ist noch ein. Oh, jetzt sind sie gewarnt. Okay, einer ist in die Kirche. Ja. Oh je, sie sind alle gewarnt. Okay. Da ist das nächste Schwein. Achtung, einer kommt zu dir rauf. Versuch. Oh. Fuck. Ich muss mehr vorhalten. Einmal getroffen. Achtung, sie kommen zu dir. Ja. Genau. Yes. Beide erledigt. Da drüben ist noch einer. Den so, kann ich muss Stellung wechseln, ich sehe keine Gegner mehr. Eins, zwei, drei sind noch übrig, nach meiner Sicht. Die verdecken sich. Ja, die sehe ich nicht. Ich muss da den Hügel wechseln. Ich habe leider da herüben keine einzige Stelle, wo ich das ganze Lager sehe. Okay, kein Problem. Ich behalte sie im Auge. Bis jetzt sehe ich eigentlich nichts, was in deine Richtung so bewegen würde. Nein, ich auch nicht. Ich werde mal nachladen. Da den, unter dem Horst, den sehe ich nicht. Siehst du irgendeinen von denen? Nein. Probier mal von der Seite da. Ah, jetzt klar. Ja, da sehe ich einen. Geht mir da hin. Ja, den hätte ich auch gerade. Ja, den habe ich. Nächster. Da unter dem Zack. Haus. Ist einer ist noch drin. Ja, aber der ist unterm Haus. Im Haus drin, denke ich mal. Ja. Ah, jetzt bewegt er sich ein bisschen. Okay.
ich wechsle die Position. Okay. Gib Deckung. Jo. Ja, nicht strampeln, Mausi. Du kommst über den Hügel nicht drüber, gell? Ich geh den Weg entlang. Da ist viel zu steil. Du kannst da nicht runter. Da ist sie. Genau. Ganz zurück weiter. Es ist da nirgendwo einer. Da hat irgendwo einer gemeckert. Achtung, Patrouille hinter dir. Geh retour. Ah, jetzt nicht mehr. Ist wieder weg. Sehr gut. Der eine ist noch immer in dem Gebäude, in dem mit dem roten Dach. Mit dem roten Dach? Direkt unter dir. Links unter dir ist ein Gebäude mit rotem Dach. Okay. Da ist er drinnen. Ja, dann bringt müssen das. Wir wohl. Aber wenn ich kann runterkommen und kann versuchen, das zu stürmen. Warte mal. Ich scanne nochmal die Gegend durch, ob irgendwo ein Schisser ist. Warum habe ich jetzt? Okay. Was denn? Ich habe jetzt komischerweise. Achso. Das ist ein Anzeigefehler. Mir hat jetzt zweimal Scharfschützengewehr angezeigt, Thorsten. Wenn ich reingehe in die Ausrüstung. Jetzt passt's wieder. So. Ich glaube, er bewegt sich. Ehrlich? Ja. Nein. Er bleibt in seinem Loch. Ja. So, ich bin unterwegs zu dir. Ja. Ich glaube nämlich, dass ich da sogar irgendwo dazwischen runterkomme, bis ins Tor. Genau da. Na, so. Da geht's runter. Kannst du stückelweise runterhüpfen. Das geht. Kann ich durch Mauern schießen? Nein. Aber es hinterlässt ein nettes Einschussloch. So, ich bin im Anmarsch. Du gibst Deckung. Ja, ich bin noch immer auf dem. Siehst Fest. Du mich? Ja. Ich müsste. Geradeaus in der. Hätte da das ganze Dorf umgebracht, oder was? Scheint so. Viecherle haben sie auch umgebracht. Gott, ja, die haben die Kühe abgeschlachtet und da hängen die Bitten aus Servus. Im Haus drinnen. Mhm. Ich sehe nicht ins Haus. Robin. Okay. Abschuss. Na dann. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Ist das zu hoch? Keine Bahn für diese Spinne. Das gibt's ja nicht. Hier ist eine Waffenkiste. Das ist übertrieben in der Sonne. Ekelhaft. Verstärkung wird dann shit. Oh oh. Verstärkung für dich. Fuck. Sie haben mich gesehen. Ich bin am Weg rauf zur Kirche, lauf. Von da oben ist einfach. Die Arschlöcher nehmen den falschen Weg. Bin am Weg. Ich bin gerade nur beim Hinterausgang raus. So, ich bin wieder oben. Schießen sie auf dich, oder? Ja. Die seh ich nicht. Wo bist du jetzt? Ah, da. In der Nähe von der Kirche. Seh ich, ja. Passt. Oh, Scheiße. Da ist vorhin einer angerückt.
Den habe ich echt nicht gesehen. Achtung, zu dir ist einer unterwegs. Das war's mit ihm. Ich komme in deine Richtung. Sackgasse gerannt. Nein! Oh shit! Direkt unter dir ist einer. Er liegt da, also er steht da jetzt bei mir. Mhm. Oh Scheiße, warum kann ich da nicht? Ja, das ist das mit den Felsen, das war das, was ich zuerst gemeint habe. Aber ja. Ich glaube, er ist jetzt weg von mir, oder? Ah nein, da steht er. Jetzt ist er wieder runtergegangen. Steht er da hinterm Felsen. Gut, ich stehe bei dir auf. Alles sauber. Ach, so schön ist gelaufen. Aber warum die Verstärkung jetzt das kommen muss? Okay, ich glaube, da kommt einer rauf. Ja, der ist schon ziemlich knapp bei dir. Obwohl jetzt gar nicht so lange, wie du bist. Ah, oh, doch. Alles okay, alles okay. Einen Moment. Ich glaube, wir können sie in die Zange nehmen. Der Tango ist sich jetzt der Gefahr bewusst. Warte noch. Jawohl, ich sehe den einen da. Moment. Tango ist tot. Ja, Pflicht ins Haus zu warten. Müssen die so schnell laufen? Okay. So. Und der andere ist da vorne. Okay. Du wolltest das so? Falsche Waffe. Komm schon, zeig dir. Tango getroffen. So, es ist nur noch einer da unten. Wenn nicht dieser Verstärkung. Der ist im Gebäude. Im Gebäude? Yep. Der ist im Gebäude. Alter, was war denn das jetzt? Gebäude wegfallen. Na, das glaube ich, das geht nicht. So, ich mache mir wieder einen Weg direkt. Gib mir die Deckung, bitte. Der läuft gerade weg. Okay. Der Schisser, der will rauf. Er will hochkommen. Die sind genau auf deiner Spur, glaube ich. Ja, er kommt. Genau, er kommt. Ja, lass ihn raufkommen. Und tschüss. Was ist denn? Super.
Diese okay, Seite ist sauber. So, kann ich runter? Ja. Wie ist das? Na gut. So, jetzt haben wir irgendetwas, was wir sichern sollten. Eine Munitionskiste sehe ich da mitten im Dorf. Die werden wir auf alle Fälle nutzen. Okay, wo komme ich denn da runter? Einfach den Weg entlang und dort, wo kein Weg ist, müssten Stufen dann irgendwo steiler runtergehen. Ja. Gehen runter. Hallo, Meckerli. Jawohl, Munitionskiste, die können wir gleich mal verwenden. Was war das Bild da? Achso, das war das da. Ja, so ist die, die habe ich schon. Dann wird die dann noch angezeigt. Weil ich auch noch ran muss. Ah, okay. Hast du. Ah ja, du hast nur noch Blumen. Ne? Mhm. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, sie haben uns da schöne Chips hinterlassen. Mhm. Aha, zusammengefallen sind sie auch gleich vor lauter Aufregung. Moment, ich fahre. Ja, komm schon. Ich schaue mal da zur Kapelle rauf, ob sie da oben noch irgendwas einschüttet. Okay. Da ist locker Munitionskiste. Ja, die brauche ich, glaube ich. Die haben das ganze Dorf eliminiert. So. Die Scheinheiligen. Metzeln das Dorf. Ah, okay. Da ist er. Ah, ja. Was glaubt ihr? Wie war es Svenjo wohl als Kind? Er fliegen die Flügel ausgerissen. Er hat Ameisen mit der Lupe geschmort. Katzen an die Leine geknotet. Er hatte sicher einen Kokainstand. Früh übt sich. Warum wurde er zugespielt? Vielleicht hat er Killerspiele gezockt. Das glaube ich nicht. Dass Spiele Leute gewalttätig machen. Was macht sie denn dann gewalttätig? Andere Menschen. Wo hast du Munition gesehen? Direkt da zum Beispiel. Bei, warte mal, was ist das jetzt für ein Gebäude? Das da unten ist nicht. Das da oben wäre das. Und direkt im Dorf war auch einer. Okay. Hm. Okay, da ist nirgendwo was. Ich nehme den da, da zum Fahren. Den SUV, den großen. Die erste, die mich Madonna genannt. Dann die Jungs in der Schule, als ich älter wurde, Freunde, Kollegen. Und da drinnen, ja. Nein, ja. Nennt mich meine Mutter immer noch Madonna. Die Leute sagen das, was sie von einer Frau erwarten. Nicht süß zu sein. Oh, sehr, es gibt sogar Frauen da draußen. Na ja. So, dann suchen wir uns das nächste Ziel. Und die Folge wäre damit vorbei. Okay. Ah ja. Ich sehe dich schon. Gut, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch und schaltet wieder ein bei Ghost Recon Wildlands. Ciao. Ciao.